Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Strategic Command. Und ja, ich werde jetzt wirklich die Schwierigkeitsstufe auf normal hochstellen. Denn ich denke mal, ansonsten wird das jetzt ziemlich langweilig werden. Man kann sie immer noch runterstellen, wenn das jetzt zu irgendwelchen Komplikationen führen sollte. Können wir ja mal gucken. Gut, okay, ja, also als erstes werden wir uns jetzt mal den Zug angucken, was jetzt so passiert. Bin ich mal neugierig. Wenn es mal laden würde. Ja, also einige spannende Fragen. Was passiert in Italien? Wie reagieren die, ja. Die Achsenmächte darauf, auf die doppelte Landung in Italien. Andere spannende Frage, glückt die Landung in Holland mit den Amerikanern? Ja, kriegen wir heute vielleicht sogar ja, Rumänien dazu, dass sie aufgeben müssen, dass sie uns anschließen. Naja, müssen wir mal schauen. So, da werden wir uns jetzt mal das Replay anschauen, oder besser gesagt den Zug der KI anschauen, die wahrscheinlich wieder irgendeinen Blödsinn macht. Die vier Einheiten sind verloren und das hier ist eine ziemlich erfahrene Armee. Das ist schon mal gut, dass die verloren sind. Gut, Befehlskontrolle Stufe 2, Logistikentwicklung. Okay, ja. Feindkontakt. Okay, also die scheinen in die Marine Einheiten investiert zu haben, so wie ich das sehe. Okay, ah, der ist in den Hafen zurückgegangen. Ist auch recht nett. Okay, ja, das ist natürlich belastend, dass die bei den Marinewaffen so überlegen sind. Naja, wir gucken uns das alles mal an, aber ich denke mal, es hat jetzt absolute Priorität, dass ich... Okay, Einheiten werden abgezogen, ich weiß nicht wohin. Es hat jetzt oberste Priorität, dass ich erstmal leise mache. Nein, dass ich gucke, dass ich in Sizilien mich irgendwie behaupten kann oder generell in Italien. Also die Schiffe können jetzt erstmal warten. Wenn die Italiener kapitulieren sollten, dann hat sich das mit den Schiffen eh erledigt. Okay, also Einheiten werden jetzt hier direkt an die Front gebracht, was ich recht lustig finde. Okay, also der schwere Panzer zieht sich auch zurück. Dem ist das da auch ein bisschen zu gefährlich. So. Aha. Da kommen Stufe 4 Panzer, die wir leider noch nicht haben. Da kommt sogar gleich eine ganze Menge angefahren. Gut, das wird jetzt aber nicht damit zusammenhängen, dass ich jetzt so viel Prestige habe, sondern oder dass die Deutschen jetzt mehr Prestige haben, mehr MPP haben, sondern das werden die ja schon vorher gekauft haben. Das wird dann einfach Zufall sein. Okay. Das ist ein bisschen belastend. Ähnlich belastend, wie dass ich da diese scheiß Achtereinheit zum Verrecken nicht kaputt krieg. Gut, ja, müssen wir uns gleich mal alles angucken. Aber ja, wenn es jetzt mal wieder ein bisschen spannender wird, soll es ja egal sein. Aber dass das mit den Landungen schon alles so gut geht und ich dann nicht so viele Einheiten verliere, wäre mir natürlich schon lieb. Also das sollte natürlich schon irgendwo passieren.
Aha, da haben sie eine Garnison hingestellt. Der zieht sich zurück. Gut, Slowakei wird gegründet und fordert die Wiedervereinigung zur Tschechoslowakei. Ja, das ist alles schön. Das gucken wir uns gleich mal an. So, ich habe jetzt kurz meine Cola ausgetrunken. Okay, Garnison in Potsdam, in Belgrad. In Lublin. Wieso eigentlich? Wieso in Lublin? Also, vielleicht haben sie die neu gekauft. Da ist eine Garnison und da ist eine und da ist eine. Er will mir nur lauter Garnisonen angezeigt. Was für ein Schwachsinn, ey. Hä? Ich wollte die noch da hinstellen, ihr Trottel. Okay, so. Die können wir auch aufstellen. Gut, und ich würde sagen, wir fangen erstmal hier oben an, damit dass wir den mal verstärken als erstes. So, wo die U-Boote hin ist, weiß ich jetzt leider nicht. Das ist schon mal nicht so toll gelaufen, muss ich sagen. So, dem habe ich einen verplättet. Du kannst ja mal hier ein bisschen gucken gehen. Da ist wahrscheinlich einer drin. Okay, soll es sich lieber wieder zurückziehen. Okay, gut. Hier ist gutes Wetter. Ich würde sagen, wir greifen da mal an. Das war ganz schön frech, muss ich sagen. Den können wir mal verstärken. Okay, so, sehr schön. Du gehst mal nach Luga rein. Und dann machen wir hier mal weiter. Da geht nichts. Scheiß 0-0 immer. Fünfer ist für den Arsch, kann ich sagen. Kannst du auch nicht voll aufladen, dann greift er auch an. So, 0-0, 1-0, 0-0.
Gucken wir erstmal wieder, was wir hier voll verstärken können. Den Panzer zum Beispiel. Dann, nee, Quatsch, den nicht. Das bringt jetzt nicht gerade. So, den können wir auch nicht verstärken. Das war ein bisschen frech, muss ich sagen. Okay. So, aber wir haben hier noch ein paar Einheiten hier. Den kriegen wir schon noch irgendwie klein, würde ich sagen. So, sehr schön. Dann gucken wir hier mal weiter. Da geht nichts. Da auch nicht, da nicht. Da geht nur einer, das bringt's nicht. Der geht auch nur bis 8 hoch. Da geht nix, da auch nicht. Da geht nix. Ne, der hat Stärke 9, das brauche ich nicht verstärken. Da geht nix, da nicht. Okay, die könnten mal hier ein Upgrade kriegen. Da geht nix. Okay, so, dann gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Das war frech. Das war sogar noch frecher. So, okay. Du gehst mal dahin, so du machst mal hier ein Dinges, damit du mal irgendwie hier ein bisschen vorwärts kommst. Du machst auch mal Gewaltmarsch. Okay, so dann gucken wir hier unten mal weiter. Den könnten wir aber mal auf 10 verstärken. Natürlich ein bisschen ärgerlich, kann man sagen. Gut, du nimmst die Stadt schon mal und du schwenkst hier mal nach Norden. Okay, da ist jetzt einer drin. Mal, das machen wir andersrum. So, und
Ja, ihr marschiert da einfach mal vorwärts. Den können wir noch aufladen, sehe ich gerade. Okay, so, dann müssen wir mal gucken. Also 1 zu 2 hört sich schon mal verdammt gut an. Das Chor, das reißt da nicht gerade viel. Panzer ist, glaube ich, noch nicht abgegradet. Was ein bisschen blöd ist. So, sehr schön. So, 1-1 ist keine gute Idee, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ich wechsle die mal kurz durch. Das war frech. So, du eliminierst den. Dann leider nicht hin. Das ist schade. Das hätte besser laufen können. Kann ich die noch? Ach so. Das geht jetzt leider nicht mehr. Gut, aber egal. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt schon einen großen Schritt weitergekommen. So, den Bomber können wir mal kurz aufladen. Ja. Okay, also ich würde mal sagen, ja, die Artillerie kommt da auch nicht mehr raus. Definitiv nicht. Gut, das kann natürlich sein, dass dieses Korps hier Nachschubprobleme kriegt, obwohl es jetzt zumindest in der Stadt drin steht. Naja. So, dann würde ich sagen, machen wir mal hier unten weiter. So, die BF-Armee. Jetzt ging's doch. So. Zack. Das haben wir schon mal, hätten wir schon mal eingenommen. Du kannst da mal vorrücken. So, dann geht's hier weiter.
Das ist ärgerlich. Du kommst da wahrscheinlich nicht hin, oder? Nein. Fuck. Wie könnte ich den angreifen? Sonst noch, dass der hier ist noch ein Dinges. Doch nicht dein fucking Hurenernst. Dahin will ich natürlich keinen Hafen mehr, das ist auch scheiße. Ja, meinetwegen. Du kannst du nächste Runde da mal hin. So, dann gucken wir hier mal weiter. Gehst da mal in den Hafen rein. Okay. Ach, hier haben wir ja auch einen Hafen. Ja, ich Schlaumeier. So, okay. Dann gucken wir mal, ob wir dich da hinbringen können. So richtig, leider. So, okay, aber wir haben ja noch Sch Flugzeug, Dinges. Bomber, Higgs. So, der kriegt mal sein Upgrade. Das ist ein taktischer Bomber. Der geht mal hier auf den drauf. Und der taktische Bomber kommt nirgendwo hin. So, wir können natürlich mal hier hinfliegen. Okay, so. Das gibt's nicht, der kommt da nicht hin, so eine Scheiße. Dann machen wir das halt so. Okay, kriegt den leider nicht da an Land, was ich schade finde. Mal kurz, das geht leider nicht. So, hier sind die, die nicht vorwärts kommen, diese Arschlöcher. So, und hier sind die. Panzer, Armee,
Fallschirmjäger. Erster Panzer. Wieso kann der denn nur einmal schießen? Okay. Das finde ich jetzt interessant. Tun wir jetzt schon mal hier den einen oder anderen. Transport. So, der kann schnell fahren. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann düst du jetzt mal Stantepede Richtung Italien. Haben wir sonst noch irgendeinen, der... Den können wir nur verlegen. Den auch. Ah, jetzt wird's gehen. So. Okay, was haben die denn? Eigenschaft Fallschirmjäger. Langstreckenflug 3. Könnten dann vielleicht sich bereit machen. Vielleicht kommen die bis nach Holland. Nächste Runde. So, hier haben wir auch noch einen, der sich auf den Weg machen kann Richtung Italien. So, und dann nehmen wir jetzt mal Einheiten, die sich auf den Weg machen können. Nächste Runde Richtung Holland. Holland in Not sozusagen. Okay, wie haben wir noch ein Hauptquartier? Das tun wir mal hier. Okay, so, dann gucken wir mal da im Süden, was mit dem Dinges ist, ob wir den irgendwo finden. Okay, so, dann haben wir das auch schon mal wieder geklärt. Ich gucke mir mal kurz an, wie die nationale Moral jetzt der Italiener ist. 45, 91, okay, ist wieder ein bisschen hochgegangen, deswegen auch immer. Hatten ja jetzt eigentlich keine großen Erfolge. So, ich werde jetzt aber trotzdem mal... ...hier eine kleine Sperre aufbauen. Der kommt leider nirgendwo hin. Du kannst mal hier in den Hafen reingehen. Der hatte wahrscheinlich schon... Nee, der hatte noch nicht. Sehr schön. Gut. Ja, dann ist das so, dass wir jetzt mal gucken können. Das ist beides 2-0. Das ist unbefriedigend, würde ich mal sagen. So,
kommen. Die Amerikaner kaufen sich noch einen weiteren Befehlshaber. Und das geht nicht. Dann lassen wir das. Die Sowjets haben jetzt soweit eigentlich alles Wichtige gekauft. Forschung wollte ich nochmal gucken. Schwere Bomber, Marinewaffen. 2-2, ja, mehr geht nicht. Die könnten nochmal. Ne, die haben nicht mehr genügend Geld für U-Boot-Jagd. So, Luftabwehr, Marine, bla bla bla. Okay, so, die gucken mal, was sie machen. Spionage und Aufklärung ist jetzt. Ja. U-Boot-Jagd, Mobilität. Also, ich würde mal sagen, wir lassen das jetzt. Dann haben wir dann, ja, halt ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Hier sind noch Einheiten, die wir noch nicht benutzt haben. Okay, Zug beenden. Schwächt die italienische nationale Moral. In Rhodos schwingt die Türkei zu den Alliierten hin. Das ist sehr schön. Saudi-Arabien 6%. Ja gut. Panzerabwehrwaffen Stufe 2 gefällt mir. Langstrecken ist gut. Langstreckenflugzeug Stufe 3. Befehlskontrolle Stufe 2. Produktionstechnologie Stufe 5. Logistik 72%. Okay. Also es ist jetzt nur das Problem, was in Italien passiert. Verkündet die Bildung der Volkssturmmiliz, Unterstützung der Volkssturms, stärkt die deutsche Entschlossenheit. Ja, das ist schön für die deutsche Entschlossenheit. Okay, ja, das ist auch Verzweiflungsangriff, kann man sowas nennen. Hier ist natürlich ein bisschen belastend. Okay, der ist in den Hinterhalt gerast. Das ist schon mal sehr gut. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir diese Situation jetzt hier hinkriegen. Okay, also da sind starke Einheiten, werden da an die Front gestellt. Wir müssen ja eigentlich nur gucken, dass wir Holland einnehmen. So, da werden irgendwelche Einheiten irgendwo hin verlegt wieder. Ich guck mal kurz, na, jetzt ist sie weggeflogen, diese scheiß Fliege. Gut, aber ist jetzt auch nicht wichtig. Also, ist nicht so nett. Also jetzt sind die Bombardierungen am Start.
Also den Panzer haben sie jetzt ein bisschen auf der Rechnung, was schade ist. Mit Sicherheit, aber gut. Klug war, weiß ich nicht. Ja, die Einheit ist jetzt wohl hinüber. Jawohl. Die können wir uns dann wahrscheinlich verbilligt nachkaufen. Ja, gut. Hier ist wieder das alte Spielchen. Der kriegt einen drüber, sehr schön. Das ist 0-0. Okay, ein weiterer Panzer wird an die Front geworfen. Gut. So, ich hoffe, das Hauptquartier. Ja, das ist natürlich sehr intelligent, dass man das Hauptquartier direkt dahin stellt. Naja. So, was passiert jetzt? Deutsches Reichskonvois, jawohl. Ja, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt müssen wir mal gucken, was jetzt passiert. So, wurde zerstört. Schwere Panzer. Vereinigtes Königreich und USA verfügbar. Ein mittlerer Bomber ist eingetroffen. So, ja, wir gucken jetzt erstmal. Da könnten wir doch jetzt eigentlich mal bei den USA auf jeden Fall einen schweren Panzer ordern. Bei den Briten warte ich jetzt noch ab. So, Panzer. Korps Befehlshaber Patton. So, da ist wahrscheinlich. Nee, das scheint gutes Wetter zu sein, okay. Sehr schön. So, ich suche einen taktischen Bomber. Der kommt da nicht hin. WTF. Jagdflugzeug. Okay. So, holen wir mal die Flugzeugträger her.
Ist immer noch sehr verschanzt, was sehr ärgerlich ist. So. Kommt nirgendwo hin. Ah, toll. Das bringt es echt voll. Der kann doch noch mal schießen. So, jetzt haben wir die Dinges zurückerobert. Das ist eine britische Einheit. Ich nehme mal lieber den Panzer hier mit hin. Da könnte ich theoretisch auch einen hinstellen, die 17. Armee zum Beispiel. Okay, und ja, dann lassen wir den Rest so, den verstärken wir mal. So, und dann gucken wir hier mal weiter. So, die Italiener sind jetzt da im Norden. Hier haben wir auch noch ein Schlachtschiff, das wir mal aufladen könnten auf 8. Okay, so. Das wäre jetzt dumm, den hätten wir eigentlich schon letzte Runde da wegholen können. Der Hafen ist momentan zu kaputt, da komme ich nicht weg. Das ist auch belastend. Gut, so, der Bomber kommt mal weg da. Komm jetzt weg da. So, das Schlachtschiff wird auch auf 8 verstärkt. So, und dann gucken wir mal weiter. Also die Dinge sollten wir auch unbedingt hier wegbringen. Okay. So, was sagst du denn? Du sagst, ich versenke dich, das ist schon mal gut. Und du gehst mal nach Messina rein. Greifen. Was ist das jetzt?
So, das Ding, guck mal, was er gegen den sagt. Sehr schön. Dann nehmen wir dich noch hinterher. Das reicht leider noch nicht ganz. Mal gucken, was der Amerikaner sagt. Sehr schön. So, und ihr fahrt jetzt dringend mal an die ganzen Dings ran. So, den könnten wir auch mit dem normalen Transport verschicken. Sollte man nur den da ein bisschen Platz machen. Ah, eine scheiß Fliege. So, das geht so nicht. Das geht nur so. Okay, so, damit sind wir hier durch. Hier sind wir noch am Kämpfen. Der hat einen M-Wert. Ja. Hübsch, hässlich. Mein Gesicht ist richtig grässlich. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Aber da kann ich jetzt gerade nicht mehr machen. So. Groningen wurde auch zurückerobert. Was ist das von Vichy Frankreich? Ist da irgendeine Einheit? So. Du gehst mal dahin und du hast leider keinen Platz so weit, wenn ich das richtig sehe. Aber du kannst schon mal weiter dahin gehen. So, und den wollte ich noch irgendwo absetzen. Ist nur die Frage, wo. Ob das jetzt Sinn macht, den dahin zu bringen. Ich glaube, da warte ich lieber noch eine Runde. Quatsch. Transport. So, dann gucken wir mal hier unten weiter. Hier sind ja noch ein paar Einheiten. Ja, das ist dann aber blöd, dass ich den da hingestellt habe. Achso, das gehört mir noch nicht. Aber du kannst mal in Malta dich aufladen. So, der Panzer, der ist da gut zu gebrauchen. Dann geht es weiter mit der Einheit. Gehst du auch an Land. Und last but not least das Korps. Das geht da auch an Land. Immer noch Versorgung 12. Wieso eigentlich? Das finde ich frech. Gut, ist jetzt aber auch egal. So, wir können da oben noch mal gucken, dass wir ein bisschen weiterkommen. Geht nix. Gut. Ja, ihr braucht echt mal ein Hauptquartier. Damit ihr da mal vorwärts kommt. So, dann geht's weiter, dass wir hier verschiedene Einheiten aufladen.
Insofern möglich. Der in Pskov auf jeden Fall. So, damit ist die Stadt schon mal eingekesselt. Sehr schön. So, da geht nichts. Doch das Core könnte man upgraden, aber das ist. Na ja gut, da sollte ich jetzt eh gerade nicht vorrücken mit dem. So, du gehst auch mal weiter Richtung Riga. Gut, dann gucken wir mal. Was können wir? Den können wir voll aufladen. Sehr schön. Den auch. Der könnte mal ein Upgrade kriegen. Nur mal so als Idee. Da geht nichts da im Süden. Na doch, der kann man. Zack. Zack. Ja, gut, dass wir so viel Geld gespart haben. Da können wir jetzt diese ganze Aufrüstungsorgie ohne Probleme durchführen. So, oder diese ganze Heilorgie oder whatever. Da geht überall nix. Den kannst du auch noch um einen verstärken. Den auch. Da geht sowieso nix. Da geht nix. Ah, die gehen alle nur bis 8. Das ist ein bisschen ärgerlich. Gucken wir mal hier unten weiter. Okay. So, da wird mit Sicherheit einer drin sein. Okay, gut. Dann geht's hier weiter. Zack. So, ja, das ist natürlich hier ärgerlich. So, du ziehst dich mal lieber zurück, würde ich sagen. Okay, da geht gerade nichts. Zack. Scheiß Versorgungshurensöhne, ey. Zack. Wir können es hier natürlich auf breiter Front nach vorne rücken
in das Hauptquartier näher ranbringen. Dann dürfte das auch mit der Versorgung besser klappen. So, du gehst da noch mit, meinetwegen. Okay, die hat eine Kontrollzone oder irgendwas, was da so ätzend ist. Der hatte... Dann gucken wir mal kurz mit den Sowjets, dass wir die mechanisierte jetzt nachkaufen. So, sehr schön. Gut, hier geht jetzt gerade nichts mehr weiter nach vorne. Schwere Artillerie. Gehen wir mal lieber ein Stück weiter an die Front ran. Okay, so, get on my nerves, sage ich nur dazu. Den kann man noch voll aufladen. Okay, du gehst mal ein Stück näher daran. Das Hauptquartier, das kommt hier überhaupt nicht vom Fleck. Gebe ich jetzt mal die Upgrades, damit das vielleicht nächste Runde ein bisschen besser vom Fleck kommt. So, das hätten wir geklappt. Panzerabwehr. Kannst du mal den da hinstellen. So. Okay. Also, dann haben wir doch einiges wieder geschafft. Genau, der kann dann nächste Runde da weg. Hier sind wir jetzt soweit gelandet und könnten noch mal nach dem U-Boot gucken, ob wir das finden. Jetzt aber gerade nichts. Na gut, dann ist das so. So, dann sind hier noch jede Menge Einheiten. Die sich da der Kolonne anschließen können. Und irgendwo war noch ein Zerstörer da, genau. Den kannst du aber nochmal upgraden. Okay, gut, dann gucken wir mal. Also bei den Briten kaufen wir auch einen schweren Panzer. Was auch immer das für einer sein soll, soll es ein Firefly sein? Ich habe keine Ahnung.
So, die Amerikaner kaufen sich jetzt noch ihre schwere Artillerie. Und dann gehen wir nochmal in die Forschung rein. Briten machen jetzt nochmal U-Boot-Jagdstufe 3. Na. Achso, die haben ja nicht mehr das Geld dafür. Ich lache mich gleich schlapp. Gut, okay. Wir können natürlich rein theoretisch mit den Sowjets auch nochmal in irgendwas zwei Tokens rein investieren. Zum Beispiel Langstreckenflugzeug würde sich anbieten. Logistik, Produktionstechnologie, Industrietechnologie, aber weiß ich nicht. Da bin ich jetzt irgendwie, glaube ich, zu faul für, das noch großartig zu ändern. So. Die Artillerie könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Die tun wir mal hier hin. So, und der in seinem Boot fährt mal dahin. Und der nimmt so eins, dann kommt er nicht weg. Ist gut. Okay, gut. Ist jetzt auch egal. Die Ranger sind vielleicht auch ganz nützlich. So, aber ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle Fronten durch soweit. Und gucken mal, was der nächste Zug mit sich bringt. Sinkt, als alliierte Truppen in Süditalien landen. Alliierte befreien Niederlande. Gladiatoren werden für den Streik der Minenarbeiter in Wales und Yorkshire verantwortlich gemacht. Irland 18%. Ja, schön. Ja, okay, der hat Schaden. Auf den Marshallinseln, US-Truppen rücken auf Japan vor. Okay, ja, müssen wir uns mal anschauen. Also alles in allem, Volksgrenadierekorps. In Berlin wurden Volksgrenadiereinheiten gebildet. Ich esse gerade hier Mini-Dickmanns, weil ich Hunger habe, aber okay. Okay, also eine Einheit in Rotterdam könnte man natürlich tendenziell mal aus dem Spiel nehmen. Ja. Ist also gutes Wetter angesagt. Der Jäger hat mehr kassiert, das ist schon mal gut. Aber der Bomber, der scheint mega erfahren zu sein. WTF. Sag mal, ich hatte doch eigentlich ein neues Hauptquartier geordert. Wann kommt das denn? Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay, 2 MPP. Jetzt greift da die Armee da an. WTF. Das war ein durchaus ein heftiger Schlag. Okay, das war gut. Ja gut, das Ding ist jetzt hinüber.
Na, noch nicht ganz. Zieht sich zurück, netterweise. Okay. Der greift da wieder an. Okay, da taucht jetzt auch eine gegnerische Einheit auf. Mhm. Gut, jetzt haben wir es auf Februar. Da ist natürlich nicht gerade gutes Wetter angesagt, muss man sagen. Also, ich meinte doch, dass der Befehlshaber, muss ich mir gleich nochmal angucken, dass der im Dezember oder so schon kommen sollte. Wollen wir mal nicht hoffen, dass er erst Dezember 44 kommt. Das wäre natürlich schlecht, okay. Ja, also hier bei Venezia und das kann ich nicht lesen, was dahinter steht. Da sind es momentan echt kacke ein bisschen am Dampfen. Mhm. So, also ich werde für die Briten jetzt das eine Hauptquartier, muss ich mal gucken, ob das klappt, werde ich dann mal in den nach Sizilien verlegen. Und eventuell kriegen wir Italien diese Runde, das wäre schon mal ein kleiner Erfolg. Deutsche Reichskonvois wird verhaftet und die Abwehr wird aufgelöst. Okay, ja, das ist jetzt aber auch die letzte Runde für mich. Für heute. Und dann gucken wir mal. Ja. Da ist ein U-Boot. Corps in Marseille. Corps in, bei Scoop. Irgendwas. Whatever. So, okay. Ein Befehlshaber. Der wird dann, kommt dann mal da in den Norden rein. Muss ich dann halt mit dem Dinges verlegen. Und vielleicht nehmen wir den Bomber auch einfach mal hier. Obwohl, dann sollten wir vielleicht auch mal ein Jagdflugzeug. Wir können aber kein Jagdflugzeug mehr ordern. Das ist schade. Gut, aber März, April, da kommt dann jede Menge. Gut, okay. So, den können wir voll verstärken. Das ist schon mal ganz nett. Das war klar. Okay, Versorgung 0, du gehst mal darunter. Gut, dann gucken wir mal wieder, was wir voll verstärken können. Die Mechanisierte zum Beispiel, zum Bleistift. Hier den Polosk. So, dann haben wir hier eine 7er Einheit. Das geht aber nicht. 10, 9. Wieso eigentlich? Wahrscheinlich wegen dem scheiß Terrain, weil die im Wald stehen. So, aber die Fallschirmjäger können wir mal richtig aufladen. Den auch. Verliert nur seine ganze Erfahrung leider bei der ganzen Angelegenheit. Den. Den. Hier ist auch noch einer. Den laden wir auf.
Das geht nicht, das auch nicht. Ja, hier ist noch ein Panzer. Was ist das? Das ist der Bomber. Egal. Hauptsache, die werden ein bisschen geschwächt mal. Ja, das ist Schlamm. Da kommt wieder keiner vorwärts. Ein bisschen belastend ist. So, okay. Kommt da keiner rein? Das ist doch wohl nicht euer fucking Hurenernst, oder? Und Ernst ist heute 10 Jahre alt. Pff. Zieht er sich? Ah, der kann jetzt da rein. So, ja, hier geht überall nichts. Du kannst mal mit dem Gewaltmarsch da hingehen. So, 1-0 ist jetzt kein tolles Ergebnis. Das lassen wir mal lieber. Ja. Der hat noch... Halt mal da einmal drauf. So, du machst den mal kaputt. Okay. So, okay, dieses Rifne oder whatever haben wir jetzt auch eingenommen. So, ihr geht jetzt einfach mal hier Standbede weiter irgendwo anders hin. So, du gehst mal dahin. Entfernst dich mal einen von da. Okay, und ja, ihr geht jetzt alle mal weiter vorwärts. So, sehr schön. So. Da geht gerade nicht so viel. Upgrade, wenn die da überhaupt nicht vorwärts kommen.
Flugzeuge holen wir ein bisschen näher an die Front ran, würde ich sagen. Okay, so, damit haben wir jetzt schon mal einen großen Teil erledigt. Jetzt gucken wir hier mal weiter. Den könnten wir voll aufladen. So, also ist natürlich immer noch ein bisschen die Frage der Fragen. Es ist schlechtes Wetter, das ist belastend. Wobei ich mich jetzt gerade frage, wo ist es schlechtes Wetter? Egal. Es ist mir jetzt gerade wichtiger, dass ich dieses Rotterdam möglichst kriege. Das war frech. So, ja, ich würde doch mal sagen, wir gehen einfach mal hier an Land. So. Dann gucken wir mal weiter. Da ist kein Hafen, aber hier könnte ich einen hin verlegen. Aber es geht nur um amphibischer Transport. 16. Armee. Achso, das ist... Okay. 3. Armee. So. Reicht aber immer noch nicht. Wieso eigentlich? Das will ich nicht. Na gut, dann gehst du halt hier auf so ein scheiß Dinges rauf. Du gehst auch auf so ein scheiß Dinges drauf. So, okay. Und... kommen überhaupt nie an. Habe ich so das Gefühl. Na, wieso geht das jetzt nicht? Da können wohl nur die Dinges hin. Gut. Den laden wir mal auf 8. So, dann gucken wir hier weiter. Thank you.
Okay, so, ja, ich tendiere momentan dazu, dass ich jetzt mal die hier alle zack hier hochbringe. Insofern möglich. Den kann ich auch transportieren. So, dann haben wir da nämlich schon mal mehr. So, der ist nicht, deswegen geht das nicht. Okay, so, wir können hier mal ein bisschen was machen. So, dann gehst du jetzt mal auf einen Transport. Doch da rausholen, sonst geht das nicht. Okay. Ja, toll, die sitzen jetzt da auf der Insel fest oder was? Das bringt sie ja jetzt auch voll. Okay. Rüberfahren. Haben wir sonst noch irgendwas? Der müsste noch, bräuchte noch irgendeinen Hafen. Ich fahre den mal da raus und fahre den dafür rein. So, hier sind soweit keine Einheiten mehr. Okay, so, wir werden jetzt auch mal den taktischen Bomber weiter an die Front verlegen. Da ist auch noch einer. Da hinten war ein Bomber, den holen wir auch an die Front. So. Gut, und dann würde ich sagen, können wir auch hier mal weiter gucken. Zufällig einer der Flugzeugträger bis da oben hin. Ja, das sieht schlecht aus. Ich würde mal sagen, wir fahren die jetzt mal zum Aufladen, zum Auftanken in die Häfen rein, die Flugzeugträger. Okay, gut. Damit hätten wir das schon mal geklärt. %22. Ja, weil ich Rom eingenommen habe und noch andere Sachen. Verluste beim Feind. Komme jetzt leider nicht mehr weg hier. Gut, so, dann. Also die hängen da fest. Hier hatte ich auch schon gekämpft, insofern es Sinn gemacht hat. Dann würde ich sagen, war's das. Aber ich würde jetzt doch noch gerne, nee, Moment, die Schiffe haben wir noch nicht. Und kaufen können wir uns noch mal angucken. Und vielleicht ist er jetzt wieder da unten. Nee. Aber wir
können ja vielleicht mal einen da stehen lassen, wenn die gerne da stören. Dann, ja, wird da vielleicht mal einer überrascht. Gucken wir mal. So, dann werden wir mal die Flugzeuge verstärken. Das geht nicht. Achso, der hatte diese Runde, ja, genau. Die beiden hatten diese Runde. Gucken wir uns nochmal an, was geht und was nicht geht. Noch ein schwerer Panzer. Und die könnten auch noch einen schweren Panzer. Wir werden jetzt mal, das geht leider nicht, dass man da noch einen weiteren Token reinsteckt. So, die Briten machen jetzt nochmal U-Boot-Jagd. Achso, das geht nicht mehr, das ist schade. Aber das geht noch. Und die Amerikaner sind soweit durch. Die Sowjets sind eigentlich auch soweit durch. Mit den Sachen, die ich jetzt erstmal interessant finde. Okay, ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal, was jetzt nächste Runde passiert. Die Einheit, um die mache ich mir ein bisschen Sorgen. So, man müsste doch jetzt eigentlich... Ah, mit den USA kann man Niederländer kaufen. Weil man mit denen... ja, okay. Dann machen wir das doch. Kaufen wir schon mal einen Dinges und... Geht nicht mehr. Gut, dann lassen wir das so. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Italien jetzt kapituliert. Schwächt die italienische nationale Besetzung von Syrakus, schwächt die italienische nationale Moral. Wird von der Macht entlassen und Deutschland erobert das italienische Territorium. Panzerabwehr. Was? Kapituliert? Okay, das finde ich frech. Das finde ich jetzt frech. Volkssturm mobilisiert sich in Köln. Ruft zum Generalstreik auf, um die deutschen Kommunikation zu stören. Also das finde ich jetzt frech, dass das Ding verschwunden ist. Also WTF, Panzerstufe 4, Industrietechnologie... Stufe 5, Spionage und Aufklärung Stufe 3, Langstreckenflugzeug Stufe 1. Achso, Italien ist jetzt... Ja, also das ist doch jetzt echt, ja, WTF. Mhm.
Gut, das könnt ihr gerne machen. Das war aber ein heftiger Blow. Hat er verloren. So, 1-1 hört sich schon mal ganz gut an, finde ich. Okay, 1-1 ist auch okay. Der greift den an, das finde ich jetzt nicht so nett. So, aber wenn jetzt gutes Wetter sein sollte, könnte ich vielleicht auf Baranovici vorrücken und den Panzer damit kesseln. Muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Aber eventuell höre ich dann jetzt auch auf. Albanien kapituliert, okay. Unternehmen Panzerfaust, um Admiral Horthy zu entmachten und Ungarn zu sichern. Deutschland übernehmen die Fallkreuzer von Ferenc Szalasi die Macht in Ungarn. Kriegsgefangene gelingt die Flucht aus dem Lager Stalag 13 oder was? Okay, also ist anscheinend schlechtes Wetter in Italien. So, jetzt muss ich mir erstmal die Situation da angucken, was das jetzt soll. Da ist ein Marinebomber, Garnison, U-Boot, Korps in Tirana, Garnison, ein Hauptquartier. Noch eine Garnison und ein Korps in Bukarest. Garnison, Luftabwehr, taktischer Bomber, Luftabwehr, Jagdflugzeug, Kesselring an die SOE. Bericht des griechischen Widerstandskämpfer berichten, dass sich nur sehr wenige Truppen der Achsenmächte in ihrem Land befinden. Okay. So, einen mittleren Bomber. So, dann haben wir jetzt hier wieder jede Menge Einheiten. Tasket, Befehlshaber. Da ist noch ein Dinges. So, war doch jetzt ein Jagdflugzeug, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann gehst du mal da in den Norden. Taktischer Bomber. So, der mittlere Bomber kommt mal dahin. Und der Panzerzug, den setzen wir mal im Süden ein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist das hier für eine Einheit? Das ist eine bulgarische Garnison, kroatische Garnison. Okay. So. Jetzt könnte ich hier mit Italien. Die haben aber nur 30 MPP. Naja, die könnten sich natürlich jetzt ihr Land nach und nach zurückholen.
Gut. Achso, das hatte ich jetzt wieder vergessen. Und der ist auch nicht in einem Hafen drin. Okay, gut, ja. Wie das alles weitergeht, das schauen wir uns dann wirklich erst im nächsten Part an. Ja, also es ist schon krass. Die Deutschen haben 113 Landeinheiten jetzt wieder. Also das ist schon krass. Die haben jetzt nochmal ordentlich investiert, wobei sie natürlich wirklich an mehreren Fronten jetzt kämpfen müssen und vieles wird wahrscheinlich einfach nur auch Garnisonen und sowas sein, also irgendwelche Einheiten, die du einfach kaputt kriegst. Kann ich nicht verstärken, weswegen auch immer, wahrscheinlich weil der Hafen noch nicht genug ist, gut genug ist. Den kann ich da immer noch nicht, muss wahrscheinlich auf 5 kommen, der Hafen. Damit das geht. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die ganzen deutschen Einheiten sind. Ich sehe jetzt momentan nicht allzu viele, muss ich sagen. Den kann ich schon mal dahin fahren, um den da hier besser im Griff zu haben. Und den verlegen wir auch schon mal. Ne, das geht noch nicht. Ah ja. Alles etwas unbefriedigend, muss ich jetzt mal so deutlich sagen. England ist natürlich schlechtes Wetter, ist klar. 1-0 ist jetzt auch nicht so das beste Ergebnis. 1-1 hätten wir hier. Das ist aber auch eine britische Einheit. Hier haben wir Fallschirmjäger. Naja, müssen wir uns alles mal in Ruhe angucken. Wir könnten natürlich auch hier so einen Flugzeugträger einfach nehmen. Wobei, der würde jetzt wahrscheinlich ordentlich Schaden fressen. Ja. Werden wir uns alles angucken. Vielleicht gucken wir uns nochmal die Forschung an und investieren hier mal 200. Da mal 175. Und bei den Amerikanern passt das soweit. Bei den Sowjets könnten wir nochmal Langstreckenflugzeug machen. Ja, die haben Geld im Überfluss, können es aber leider nicht an die anderen Nationen abgeben. Oh, 2-4, das ist ja schon mal kein so schlechtes Ergebnis. Tendenziell. Gut, aber das gucken wir uns wie gesagt alles beim nächsten Mal an. Wir können zum Abschluss nochmal die nationale Moral jetzt. Italien ist jetzt wieder auf 99%, die waren 22 nur noch, jawohl. 94 Deutsches Reich, die Sowjets 105 und 98, 97, ja. Und wenn man sich jetzt mal die MPP anguckt, Deutsches Reich hat jetzt momentan 1000, ja. Italien hat fast nichts mehr, ist klar. Aber die verlieren, ja gut, letzten paar Runden haben sie nicht so viel verloren, wie sie gekriegt haben. Also da müssten wir jetzt mal wieder ein bisschen loslegen, aber das war natürlich auch ein bisschen dem Wetter geschuldet. Ja, Großbritannien. Ist bei, ja, 400, 500 so etwa. Genau. USA bei über 700, die Sowjets, ja. Also verlieren wirklich nur noch einen Bruchteil von dem. Gucken wir mal bei den MPP. Ja, also die Verluste, die waren natürlich jetzt wirklich zum Schluss exorbitant hoch bei den Italienern.
Wo man sich jetzt aber leider keine großartigen Einheiten kaufen kann. Man kann vielleicht ja irgendeine Einheit da hinstellen und das war's dann auch. Ich hätte irgendwie Lust, aber es ist schon so spät und ich muss mich morgen wieder an einen Artikel ransetzen und hab dann am Abend auch noch wieder einen Termin, deswegen ja, muss es jetzt für heute Schluss sein. Okay, bis dann, ciao, ciao.